Lunatic von Richard Montaneri. Es liest Matthias Köberlin. August 2001. Detective Walter Brigham schlug die Augen auf. Er schaute auf die Uhr, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre. Er wusste, wie spät es war. 3.50 Uhr. Genau die Zeit, als er vor sechs Jahren den Anruf bekommen hatte der die Trennungslinie zwischen jedem Tag davor und jedem Tag danach markierte. Wenige Sekunden zuvor hatte er in seinem Traum am Waldrand gestanden und der Frühlingsregen hing wie ein eisiger Schleier über seiner Welt. Jetzt lag er in seinem Schlafzimmer in West Philadelphia wach im Bett. Er war schweißüberströmt. Jeder Kopf hatte solch einen ungelösten Fall. Ein Verbrechen, das ihn von früh bis spät und bis in seine Träume hinein verfolgte. Wenn ein Detektiv nicht dem Alkohol verfiel, nicht an Krebs erkrankte oder von einer Kugel getroffen wurde, bescherte Gott ihm einen ungelösten Fall. Für Walt Brickham begann dieser Fall im April 1995, an dem Tag, als zwei kleine Mädchen den Wald im Fairmount Park betraten und nie wieder herauskamen. Das schlimmste Horrorszenario, das Eltern in ihren Albträumen quälen konnte. Brigham hatte ganz in der Nähe eine Seite gefunden, die aus einem Kinderbuch herausgerissen war. Seit diesem Augenblick ging der Vers ihm unaufhörlich durch den Kopf. Kleine Mädchen, hübsch und fein, tanzen einen Ringel rein. Wie zwei Kreisel, summ, 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 drehen sie sich im Kreis herum. Eines Tages würde Walter Brigham dem Killer gegenüberstehen. Eines Tages. Vielleicht schon heute. Dezember 2006. Er ist Moon. Und er glaubt an Zauberei. Nicht an die Zauberei, wie sie auf der Bühne gezeigt wird, mit Falltüren und doppelten Böden und Taschenspielertricks. Nein, Moon glaubt an die Magie, die Bohnenstängel bis in den Himmel wachsen lässt, die aus Stroh Gold spinnt und einen Kürbis in eine Kutsche verwandelt. Moon mag die hübsche junge Frau, die so gerne tanzt. Er hat sie lange Zeit beobachtet. Sie ist Anfang zwanzig, schlank und sehr hübsch. Ihre Bewegungen sind voller Anmut. Bestimmt weiß sie ebenso wie er, dass allen Dingen ein Zauber innewohnt, eine unsichtbare Eleganz. Am Tag zuvor hatte Moon gegenüber vom Waschsalon in der Dunkelheit gestanden und beobachtet, wie die junge Frau Wäsche in den Trockner stopfte. Moon hatte gestaunt, wie graziös sie sich dabei bewegte. Moon hatte die junge Frau beobachtet, wie sie dann mit der Wäschetasche über der Schulter durch die beschlagene Glastür aus dem Waschsalon hinaus auf den Bürgersteig getreten war. Sie überquerte die Straße, ging zur Bushaltestelle, blieb stehen und trat mit den Füßen auf, weil es so eisig kalt war. Niemals war sie hübscher gewesen. Als sie sich zu ihm umgedreht hatte, da hatte sie es gewusst, und Moon hatte seine Zauberkraft spüren können. Als Moon jetzt am Ufer des Schuylkill River steht, spürt er diese Kraft erneut. Er schaut auf das dunkle Wasser. Philadelphia ist eine Stadt mit zwei Flüssen und in beiden schlägt dasselbe Herz. Der Delaware River ist muskulös, breitschultrig, zuverlässig. Der Schuylkill ist listig, verschlagen und tückisch. Er ist der verborgene Fluss, sein Fluss. Genauso wie die Stadt hat auch Moon viele Gesichter. Er legt das tote Mädchen vorsichtig ans Ufer des Kewelkill. Moon küsst ein letztes Mal ihre kalten Lippen. Auch wenn sie noch so hübsch ist, sie ist nicht seine Prinzessin. Er wird seine Prinzessin bald treffen, weil das Märchen nun mal so geht. Er ist Moon und seine Prinzessin heißt Karen. Das Buch lag auf dem Tisch. Es bestand aus harmloser Pappe, unschuldigem Papier und ungiftiger Tinte. Es ähnelte in jeder Beziehung jedem anderen Buch auf der Welt. Dennoch gab es einen Unterschied. Detective Jessica Balsano, die seit zehn Jahren dem Philadelphia Police Department angehörte, nippte von ihrem Kaffee und starrte auf das furchterregende Objekt. Jessica hatte nichts gegen Bücher. Im Gegenteil. Normalerweise liebte sie Bücher. Aber nicht dieses Buch. Dieses glänzende, fröhliche, gelbrote Buch auf ihrem Esstisch. Das Buch mit einem kleinen Zoo grinsender Papptiere auf dem Cover. Das Buch gehörte ihrer Tochter Sophie. Und das bedeutete, dass Sophie bald zur Schule gehen würde. Sicher, es war nur ein Einführungstag, um auf den Ernst des Lebens vorzubereiten, der im nächsten Herbst begann, doch alle Utensilien lagen dort auf dem Tisch, vor ihren Augen. Buch, Frühstücksbox, Mantel, Fäustlinge, Federmäppchen. Schule. Fertig angezogen und für ihren ersten offiziellen Tag in der akademischen Welt gerüstet, kam Sophie aus ihrem Kinderzimmer. Jessica klopfte das Herz bis zum Hals. Ist was, Mom? fragte Sophie, als sie auf ihren Stuhl rutschte. Jessica log. Alles klar, mein Schatz. Warum sollte etwas sein? Sophie zuckte mit den Schultern. Du bist schon die ganze Woche so traurig. Traurig? Ach, warum sollte ich traurig sein? Weil ich bald zur Schule gehe. Mein Gott, dachte Jessica. In meinem Haus lebt eine fünf Jahre alte Psychologin. Ich bin nicht traurig, mein Schatz. Alle Kinder gehen zur Schule, Mom. Wir haben doch darüber gesprochen. Sophie schüttete sich Müsli in eine Schale, goss Milch darüber und rührte alles mit dem Löffel um. Guten Morgen, meine Süßen, rief Vincent, als er in die Küche kam und seine Krawatte band. Er gab Jessica einen Kuss auf die Wange und streichelte Sophie über die Mütze. Jessicas Ehemann war morgens immer gut gelaunt. Den Rest des Tages grübelte er meistens, aber morgens war er ein richtiger Sonnenschein. Genau das Gegenteil von seiner Frau. Vincent Balsano war ebenfalls Kriminalbeamter und arbeitete im Drogendezernat Nord. In den sechs Jahren ihrer Ehe hatten sie schon einige steile Klippen umschiffen müssen. Fast sechs Monate waren sie getrennt gewesen. Aber nun waren sie wieder zusammen, und es funktionierte gut. Vincent goss sich eine Tasse Kaffee ein und setzte sich an den Tisch. Freust du dich auf die Schule? Ja, sehr. Sophie löffelte sich das Müsli in den Mund. Wo ist dein Rucksack? Sophie hörte auf zu kauen. Der Rucksack. Wie sollte sie den Tag ohne Rucksack überstehen? Erst der Rucksack machte einen richtigen Menschen aus ihr. Vor zwei Wochen hatte sie mehr als ein Dutzend ausprobiert. Eine Minute später war Sophie mit dem Essen fertig. Sie stellte ihre Schale ins Spülbecken und rannte in ihr Zimmer. Vincent wandte sich seiner Frau zu, die mit einem Mal so zart beseitet war. Dieselbe Frau, die einmal einen angesäuselten Trucker in einer Kneipe in Port Richmond mit einem Kinnhaken niedergestreckt hatte, weil der Bursche zudringlich geworden war. Der Frau, die einmal live im TV gegen ein Mannweib aus Cleveland, Ohio geboxt hatte. Ein 19-jähriges Muskelpaket mit dem Kampfnamen Betonklotz Jackson. Jessica hatte den Betonklotz nach vier Runden auf die Bretter geschickt. Komm her, mein großes Baby, sagte Vincent. Jessica kam durch die Küche zu ihm. Vincent klopfte auf seine Oberschenkel. Du kommst nicht besonders gut damit klar, stimmt's? Stimmt. Jessica spürte, dass ihre Gefühle wieder in ihr aufloderten. Es ist doch nur ein Einführungstag, beruhigte sie Vincent. Ja, aber eine Einführung für die Schule. Ja und? Sie ist noch nicht reif genug, um zur Schule zu gehen. Ich sag dir was, Jess. Und was? Sie ist reif genug. Jessica wusste genau, was los war. Sie wünschte sich ein zweites Kind. Seitdem der Zeiger ihrer biologischen Uhr die magische 30 erreicht hatte, dachte sie darüber nach. Immer, wenn sie ein Baby in einem Kinderwagen oder in einem Tragegestell oder auf einem Kindersitz oder sogar im Fernsehen in einem Werbespot für Pampers sah, versetzte es ihr einen Stich. Sie rückte ein Stück von Vincent ab und schaute ihm in die Augen. Dann küsste sie ihn, leidenschaftlich und mit der stummen Botschaft: Lass uns ein Baby machen. Wow! Rief Vincent, dessen Lippen voller Lippenstift waren. Wir sollten Sophie öfter zur Schule schicken. Ich habe noch mehr zu bieten, Detective, sagte Jessica in einem Tonfall, der für sieben Uhr morgens vermutlich ein wenig zu verführerisch war. Sie versuchte aufzustehen, doch er zog sie wieder auf seinen Schoß. Er küsste sie noch einmal und dann schauten beide auf die Uhr. Sophies Bus kam in fünf Minuten. Jessica würde sich erst eine Stunde später mit ihrem Partner Kevin Byrne treffen. Zeit satt. Byrne hatte eine Woche frei gehabt und obwohl Jessica genug Arbeit gehabt hatte, zog die Woche sich ohne ihren Partner doch sehr in die Länge. Sie machte sich gerade auf den Weg zum sogenannten Roundhouse, in dem die Mordkommission im Philadelphia Police Department ihren Sitz hatte. Als Jessica um die Ecke bog, sah sie Byrne mit zwei Bechern Kaffee in den Händen auf sie warten. Ihr erstes Ziel heute Morgen war ein Tatort in Juniata Park, wo 1997, vor fast zehn Jahren, ein Doppelmord in der Drogenszene verübt worden war. Es war Tag eins eines ungelösten Falles, den man ihnen zugeteilt hatte. Entschuldigung, ich wollte mich hier mit meinem Partner treffen, groß, glatt rasiert, sieht aus wie ein Kopf. Haben Sie den gesehen? fragte Jessica Byrne, der ihr einen Becher reichte. Was denn? Stehst du nicht auf Bärte? Ich habe eine Stunde damit verbracht, ihn zu stutzen, damit er gepflegt aussieht. Gepflegt? Ja, nicht so wüst. Verstehe. Und? Was meinst du? Jessica lehnte sich zurück und betrachtete sein Gesicht. Wenn ich ehrlich bin, finde ich, du siehst vornehm aus? Jessica lag das Wort obdachlos auf der Zunge. Ja, genau. Vornehm. Burns strich sich über den Bart. Er war noch ziemlich kurz, aber man sah schon jetzt, dass er fast grau sein würde. Solange er sich ihr nicht mit dem Duft von Just for Men präsentierte, käme sie wohl damit klar. Als sie auf dem Weg zum Auto waren, klingelte Burns Handy. Er klappte es auf, lauschte, zog seinen Block aus der Tasche und machte sich ein paar Notizen. Dann schaute er auf die Uhr. Zwanzig Minuten. Er klappte das Handy zu und steckte es ein. Arbeit? fragte Jessica. Ja. Der ungelöste Fall würde noch ein bisschen länger ungelöst bleiben. Der Tatort war ein mit Brettern vernageltes Gewerbeobjekt in Manachunk, einer Gegend im Nordwesten von Philly, genau am Ostufer des Guelkill River. Als Jessica und Byrne in die Flat Rock Road einbogen, sperrten bereits zwei Streifenwagen den Tatort ab. Die Detectives fuhren auf den Parkplatz und stiegen aus. Guten Morgen, Detectives, grüßte der Streifenbeamte am Tatort Mike Calabro und reichte ihnen das Tatortprotokoll. Sie unterschrieben beide. Was haben wir, Mike? fragte Byrne ihn. Calabro war so bleich wie der Dezemberhimmel, und er war nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Es war kein gutes Zeichen, wenn er so tief erschüttert war. Calabro räusperte sich. Weibliches Mordopfer. Jessica ging zurück zur Straße und betrachtete das große einstöckige Gebäude sowie die unmittelbare Nachbarschaft. Ein unbebautes Grundstück auf der gegenüberliegenden Straßenseite, daneben eine Pension und daneben ein Lagerhaus. Das Haus, in dem die Tat verübt worden war, war ein wuchtiges Gebäude mit schmutzig braunen Ziegelsteinen verkleidet und mit Sperrholz verrammelt, das sich mit Wasser vollgesogen hatte. Sämtliche Holzflächen waren mit Graffitis beschmiert. Oben an der Dachverkleidung hing ein riesiges Schild. Zu verkaufen oder zu vermieten. Delaware Investment Properties Incorporated. Jessica schrieb sich die Telefonnummer auf und ging wieder zur Rückseite des Gebäudes. Ehe Jessica Fragen nach dem Mordopfer stellen konnte, glitt ein schwarzes Auto auf den Parkplatz und hielt. Es war dasselbe Modell wie der Dienstwagen, den Jessica und Kevin Byrne schon seit Jahren fuhren. Jessica kannte den Mann hinter dem Lenkrad nicht. Er stieg aus und kam zu ihnen. Sind Sie Detective Byrne? fragte er. Ja, und wer sind Sie? Der Mann griff in seine Gesäßtasche und zog eine goldene Dienstmarke heraus. Detective Joshua Bontrager, Mordkommission. Er grinste Byrne breit an und errötete. Vermutlich war Bontrager um die dreißig, sah aber viel jünger aus. Er war ein schlanker, knapp 1,80 großer Mann mit hellblondem Haar, das zu einer Art Stachelfrisur geschnitten war. Seine Augen waren leuchtend grün. Er sah aus, als käme er vom Lande und hätte seinen Abschluss an einem Provinzcollege erworben. Bontrager drückte zuerst Burns und dann Jessicas Hand. Sie müssen Detective Balsano sein. Ja, freut mich. Bontragers Blick wanderte von einem zum anderen. Das ist einfach toll, 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 großartig. Detective Joshua Bontrager sprühte vor Energie und Enthusiasmus. Angesichts der zahlreichen Stellenkürzungen, Frühpensionierungen und verletzungsbedingten Ausfälle war es gut, einen neuen Kollegen in der Abteilung zu haben. Auch wenn dieser Kollege aussah, als hätte er soeben bei einer Aufführung von Unsere kleine Stadt an der örtlichen Highschool mitgewirkt. Sergeant Buchanan hat mich hergeschickt. Hat er sie angerufen? fragte Bontrager. Ike Buchanan war ihr Chef. Zuständig für die Tagesschicht der Mordkommission. Äh, nein. Hat man sie in die Mord